Das Gerät wird zunächst eingeschalten. Das hier diese verschiedenen Knöpfe. Die Leisten werden angezeigt, soweit okay. Anschließend wird dieser Teststreifen kurz ins Wasser eingetaucht, kurz abgeschüttelt und dann mit den Testindikatoren nach unten in diese Sensoreinheit reingelegt, gegebenenfalls mit dieser Plastikabdeckung gegen Sonnenlicht geschützt. Und nach kurzer Zeit werden einem dann die verschiedenen Werte angezeigt. Eintauchen, Play drücken, den Streifen einlegen und abdecken. Und das sind die aktuellen Werte und entsprechend sieht man links auch eine Skala. Chlorgehalt 2,6 wird mit OK angegeben. pH-Wert mit 6,4 ist zu niedrig, muss also erhöht werden. Der Alkaloidwert mit 0 ist ebenfalls zu niedrig, wobei ich den mit allen Möglichkeiten schon versucht habe zu ändern. Der bleibt immer bei 0. Was ich jetzt tun werde, ist ein pH-Plus-Mittel entsprechend beizugeben, um auf die Normvorgaben zu kommen. Um mir das Ganze einfacher zu machen, habe ich die Richtwerte auf der Rückseite aufgebracht. 6,4 ist der Ist-Wert, ideal ist 7,2 bis 7,6. Das heißt, ich muss 0,6 Minimum den pH-Wert, 0,8 sogar, Minimum den pH-Wert anheben.